Oh yeah. Oh yeah. So. So, Ladies and Gentlemen. Also, als allererstes gehe ich jetzt mal kurz hier rüber und Contrast, dass wir hier ein bisschen Bild kriegen. Sodele. Also, Fabi, kannst du einmal deinen Anhänger zeigen? Nee, als allererstes müssen wir jetzt hier kurz ein paar Sachen fertig machen. Und ich hoffe jetzt erstmal, dass Bild und Ton alles passt. Ich teste jetzt gleich noch kurz was anderes. Gucke ich aber gleich kurz im Moment. Moin. Wie bitte? Alles. Ja. Willst du auch fliegen? Ja. Du musst dich eigentlich nur mit dem abbrechen hier. Wir blenden quasi die. Noch einer, ja. Wir blenden die ganze. Also wir haben die Drohne über einen Pi eingeblendet, auch mit deiner Ding. Das heißt, wenn du Bock hast, könnt ihr euch einfach umschrecken, dann haben wir auch dein Bild. Aber die sind gerade einkaufen mit dem Sweatshirt, einfach nachher. Kollegin Lötkolben dabei, weil meine eine Drohne ist gerade eine Lötstelle aufgegangen. Das weiß ich nicht. Aber der hat auf jeden Fall, glaube ich, mehr als genug dabei. Deswegen mach dich da einfach mit breit, wenn du Bock hast. Ja, weil der hat dasselbe System ja wie ich. Ja. Alles Also klar, dann geht das. stell dein Zeug einmal dazu, ist kein Problem. Die müsste jetzt auch dann demnächst wieder Ja, ich kommen. würde mich wegen Funk oben draufsetzen auf den Hangar. Kannst du auch machen. Da habe ich so meine besten Erfahrungen, dass ich am besten Okay. Wie du willst. Empfang Also er hat jetzt auch die ganze Zeit hier und da vorne gestanden, aber habe. Viel Erfolg. So, Jack.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
So, check, check. Einen wunderschönen guten Mittag. Hast du Ton da drin bei dir? Hallo, check, check, check. Perfekt. Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen Mittag. Momentan tut alles. Tut mir mal einen Gefallen und macht mal bitte alle ein Check oder ein Herzchen in den Chat. Ich will ganz kurz ein bisschen was probieren. Also alle mal ein paar Herzchen in den Chat machen, dass ich hier testen kann. Denn im Endeffekt, ihr seht gerade, die Jungs bauen gerade schon ein bisschen Rigs zusammen. Wir haben ein paar Sachen getestet und ich probiere gerade ein bisschen den Ton. Was mich interessiert ist, wie ist es mit der Latenz, wenn man quasi, also wenn ihr mich reden hört, wir haben ein anderes Funksystem, was wir da gerade dran testen, was ganz cool ist. Und da will ich einmal ein bisschen probieren, wie die, genau, also einfach ob der Ton dazu, ob der synchron kommt oder ob das eine leichte Versetzung hat. Ansonsten, genau, seht ihr auch schon, unser Drohnenpilot ist auch da. Hallo, grüß euch. Wir machen das Wochenende auch ein bisschen hier Party. Und genau, über was ihr euch natürlich jetzt am allermeisten freut oder euch interessiert, kommt mal gerne mit, ich zeig's euch. Wir haben uns ein Wohnmobil gekauft. Nein, Spaß. Wir haben uns einen Hänger gekauft. Und genau, hier ist gerade schon eine Beschäftigung. Wir haben noch ein bisschen Probleme mit dem Strom. Wir haben, aua, ich habe mir gerade den Kopf angehauen. Wir haben gerade ein bisschen Probleme. Wir basteln aber nebenher die Einblendungen. Das habt ihr auch gesehen schon, beziehungsweise habt ihr mitbekommen. Das funktioniert aber zum Glück alles ganz gut. Und ansonsten sollte das auch alles funktionieren. Ansonsten, ja, was interessiert euch jetzt natürlich am meisten? Klar, der Hänger. Hier ist der Hänger. Wir haben den Hänger schon mal ein bisschen eingerichtet. Hier drin läuft momentan quasi eine Multiview. Wir haben das eigentlich schon mal so gebaut, wie wir das irgendwann früher oder später auch mal haben wollen natürlich. Wir haben den Livestream, der hier läuft, wir haben einen Live-Chat, der gerade mitläuft, wir haben eine Multiview, wo alle Cams mitlaufen werden. Das wird alles noch ein bisschen geiler gemacht. Es ist absolut geil. Wir haben heute schon ein bisschen geplant, getan und gemacht, wie man das alles machen könnte. Der Bühne ist auch gerade am Rumrennen, genau. Der baut quasi, hallo, der Bühne baut gerade die andere Funkkamera auf. Also wir haben das Set, was da jetzt drauf ist, das Funkset, kostet einfach 250 Euro. Und guck mal, das ist live. So gut. Ja, also, aber es geht halt leider nicht weit. Es ist jetzt, es ist, ja, es ist halt, wir haben es ja vorhin getestet, es geht halt leider nicht. Also, es ist für diese Bierfeld-Sachen cool, so wenn wir jetzt dazu sagen, Tess filmt gerade und sie filmt einfach entspannt aus der Hand, was halt schon, Alter, endgeil ist natürlich. Ansonsten, der ist aber keine 2 Meter hoch, doch, der hat 2 Meter. Ich bin 1,84 Meter. Genau, funktioniert auf jeden Fall, ist alles geil, die Autos sind lauter als du. Ja, liegt daran, dass, genau, vielleicht kann ja der nee, doch, der Ding ist drüben, klar. Ja, genau, lassen wir wieder rausgehen. Fall bitte nicht. Gut, er hat das Ding einfach weggedreht. Ja, er hat die ganze Kiste weggehauen. Falls ihr es hier nicht seht, also hier ist ein geiler Eingang, wir haben auch genug Platz. Genau so, wie wir es wollten. Es ist echt geil, geil verschließbar. Also echt super, so wie wir das schon gesagt haben. Wir wollen es ja quasi auch genau so haben. Man kann das hier super abschließen. Also das ist natürlich nur zum Verriegeln. Die Dinger hier, es funktioniert alles. Ansonsten absolut toller Hänger. Wir haben gestern alles schon ein bisschen probiert. Die ganzen Sachen dran gemacht, die ganze Verbindung und sowas tut. Ach so, der Snowy soll mal kurz... Snowy, hörst du mich? Kannst du den Ton von den Autos? Hast du ein bisschen leiser? Ah, okay. Der Snowy hat es schon gemacht. Schaut mal, die Frau vom Saarland ist auch... Willst du auch Hallo sagen? Hallöchen. Genau, die durfte gerade mit dem Putter schon mitfahren. Ach genau, wir haben im Puttersheim eine Karre, haben wir nämlich auch schon fertig gemacht. Im Puttersheim Auto hängt quasi auch ein Funk drin. Ansonsten, genau, verkaufen wir wie immer einen VW, falls ihr einen braucht.
Selbst meine Eltern haben ihr Auto dieses Mal mit hierher gebracht. Nein, der ist nicht zum Querfahren, auch wenn mich das heute Nacht zwei Leute auf Instagram gefragt haben, ob der auch gedriftet wird. Dafür hat der viel zu wenig Leistung. Aber was wir uns angucken können, ist auf jeden Fall jetzt der Hänger. Wie gesagt, nagelneu. An der Seite haben wir die Teile dran. Wir haben schon geguckt, wir haben jetzt hier mal momentan die Kabel unten reingemacht. Das sind so Gummilappen, da ist richtig geil, kann man das schön unten reinmachen. Funktioniert alles toll, hat geklappt, auch hier die, das ist abgeschlossen, okay. Aber ja, also übelst geil, ich bin wirklich absolut happy. Schaut mal, die Mädels vom Saarland sind auch da und spielen gerade ein bisschen. Ja, ansonsten tut alles. Wir haben momentan, das ist der Grund, warum wir ein bisschen später heute leider live gekommen sind. Kannst du mich ein wenig lauter machen? Man hört mich fast nicht. Echt? Also, dass man mich nicht hört, ist schon krass, weil ich brülle eigentlich immer ins Mikro. Aber, ja eben, ich wollte gerade sagen, funktioniert auf jeden Fall. Maja? Ja, hallo. Sag mal hallo. 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 Maja kann schon Hallo sagen. Genau. Ansonsten funktioniert alles. Da drüben seht ihr schon ein bisschen die ganzen Sachen. Das funktioniert auch alles ganz gut. Ja, wir haben jetzt mehr oder weniger die Hoffnung, dass der Keilriemen bald kommt, dass wir dann Strom bekommen. Und ansonsten könnt ihr jetzt noch ein bisschen zugucken, wie geflogen wird, gefahren wird. Wir können ja mal den... Wo ist denn der Boris denn? Sonst können wir den Boris mal noch fragen. Wir bauen jetzt quasi die ganzen Blendungen noch fertig, aber wir lassen euch auf jeden Fall die ganze Zeit mit da. Da ist auch ein Stativ dran, gell? Ah ja, komm, perfekt, wir machen das kurz fertig. Während der Bünni nämlich hier das gerade zusammenbaut, holen wir uns einfach schnell ein Stativ noch. So. Dann passt das nämlich auch. Ich lege euch mal ganz kurz weg. Da bin ich auch schon wieder. Da muss die Chess euch jetzt nämlich nicht die ganze Zeit hier rumtragen, sondern das ist das Schöne daran, einfach an allen Seiten einmal aufklappen, ganzes Stativ hochziehen. So, jetzt machen wir einmal den Drücker, genau. Und fertig. Ist das schön. Übrigens, wir machen mal ganz kurz einen Switch. Die Kamera ist nämlich leer. Switchen wir mal bitte kurz auf das andere Bild. Haben wir ein anderes Bild da? Ne, wir haben gar kein anderes Bild da. Aber ist nicht schlimm. Ihr kriegt jetzt einfach kurz einen schwarzen Bildschirm. Die meisten Leute wissen das ja auch. Altstädt ist eigentlich zum Testen da. Ne? Dafür haben wir das, dafür nutzen wir das. Ich schmeiß deine Akkus von den Kameras übrigens in die Koffer bei dir rein, gell? Dass du Bescheid weißt, Snowy. Gut. So, genau. Also, das funktioniert super. Freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Geschichte. Und ich freue mich natürlich extrem. Oh, Moment. Hallo, Tess. Hallöchen. Wir hatten Hallo gesagt. Ah, Dennis, hi! Aber ich will dann nachher auch mal die Weste ausprobieren. Hört sich das jetzt besser an? Der heiße Typ wurde gerade gefragt, was für ein Pulli er anhat. Ja. Hallo Alex. Cornelio. Frau Moderatorin. So, jetzt it, Ladies and Gentlemen. Was ich für ein Pulli anhabe. Also der Dennis sagt aber gerade, hört sich nicht besser an, aber es ist blau. Es ist. Ja, das ist doch das Wichtigste daran, oder? Nee, tatsächlich sind also wir einfach Grumpy. Dein Chef hat es gefragt. Wie bitte? Hey du heißer Typ, was hast denn du für einen schicken Pulli an? Ja, hier Ladies and Gentlemen. Ahrens Fahrschule,
Genau. Mit den potenziellen Kunden im Hintergrund. Da sitzen sie alle. hat es der Chris aus der Fahrschule, der Grumpy. Ja. Unser Grumpy. Ja, das funktioniert auf jeden Fall echt gut. Da freue ich mich auch tatsächlich mega drüber, dass es jetzt... Nächste Frage, kann man mit dem Hänger auch driften? Nee, das geht nicht. Haben wir es probiert? Haben wir noch nicht. Ich habe gestern, dem Chris irgendein Video gezeigt. Ich weiß, da stand irgendwas drüber. Wenn deine Jungs zum Saufen eingeladen haben, dann siehst du einen, der mit so einem Hänger quer über so eine Kreuzung schießt und der Hänger so hinten rum. Aber das Problem ist halt einfach, ihr dürft nicht vergessen, dieser Hänger ist echt groß, okay? Also, Jess, geh mal du in den Hänger. Wenn ihr jetzt mal schaut, das ist einfach absolut krass, wie groß dieser Hänger ist. Moment, geh noch ein Stück zurück. So, also es ist wirklich... wirklich, wirklich krass. Diese Karre ist riesig. Ja, also wir haben 4 Meter. 1, 2, 3, 4. 4 Meter. Und vor allem, was halt auch echt geil ist, ich liebe diesen Einstieg. Also wir haben hinten quasi abgeschlossen, da kommt gar keiner rein, weil wir halt gesagt haben, nee, es ist wirklich nur hier testen. Und dass niemand die ganze Zeit hier rein und raus rennt, haben wir gesagt, wir machen quasi nichts anderes hier rein als das. Und ich finde, es funktioniert auch super. Also, muss man wirklich sagen, ich will jetzt gleich noch was probieren, das teste ich jetzt gleich weiter. Aber ich übergebe euch jetzt so lange mal der Chess, die kann noch ein bisschen mit euch labern. Und ja. Was ich soll jetzt mit den labern? Ja, du kannst noch ein bisschen mit den labern. Ja, okay. Wir können auch einfach Binny dabei zuschauen, wie er gerade versucht, das Setup aufzustellen. Also ich kann trotzdem dabei dumm labern. Das macht keinen Unterschied. Jess kam nämlich auf die dumme Idee, dass er die Weste mal anziehen will. Und ich weiß jetzt schon, dass ich nach nicht mal 20 Minuten sterben werde, allein wegen dem Gewicht. Karev, nee, ich drifte nicht selber, ich fahre nur gerne mit. Jess schafft das, ja, da bin ich auch guter Dinge. Ich bin jetzt das 4. Mal in Altstädt. Das letzte Mal war ich vor 4 Monaten mit dabei. Da habe ich Bündi kennengelernt. Jetzt habe ich den Salat. Wo ist denn der Oberrentner? Es wird gerade, also ohne Scheiß, Markus fragt gerade, wo ist der Oberrentner Salan? Der macht Mittagsschläfchen, wurde mir gerade gesagt. Vier Meter für den Hänger. Ja, ich glaube, das waren 4 Meter. Vater Bob! Ich habe gerade Fotobomb gemacht. Willst du auch was Produktives zu diesem Chat mit beitragen? Weiß ich nicht, was geht denn im Chat ab hier? Sind alle wach? Ja, Dennis ist da, der Alex ist da, Markus. Ja, schöne Grüße vom Struppi hier. Jetzt einfach den Block. Einmal Erklärst du jetzt eigentlich die Kamera ihm, obwohl ich sie jetzt dann nehmen sollte? Ah, okay. Ja. Jetzt muss ich mein eigenes Handy nehmen, so eine Scheiße. Hier sind Kinder anwesend, ich sollte nicht fluchen. Ich hab kein WLAN. Okay, aber geht. Telekom, LTE Plus, es geht schon. In Altstadt kann man kein Netz erwarten.
Oh nein, es werden Hunde. Oh! Warte, dreht's mal die Kamera gerade. Er hat's festgelockt, ne? Nee. Ja, film mal den Hund. Hallo. Wer bist du denn? Willst du auch mal Hallo sagen? Ja. Oh Gott, bist du süß. Einmal ins Mikro gerotzt, perfekt. Der Dennis sagt Hallo, Pater. Also Schatz, ich bin fast schon enttäuscht. Ich bin vor dir zu dem Hund gerannt. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Aber der Hund fährt jetzt nicht mit, oder? Nee. Ja, ich habe mir gerade echt gedacht, also das grenzt dann schon an Tierquälerei, das arme Vieh. Ja doch, also da hättet ihr auch eingegriffen. Darf ich mal sagen dazu, der ist wirklich damit aufgewachsen und der kennt das wirklich nicht anders. Und der mag das auch. Der setzt sich bei Motorrädern rein, der hat mit der Lautstärke keine Probleme, der ist wirklich safe damit. Also könnt auch gucken jetzt, der hat keine Angst, der lässt ein Schwänzchen hängen oder irgendwas, der freut sich. Also ich bin aber auch überrascht. Wir achten auf Tierwohl, aufs Tierwohl. Wir mögen keine Tiere quälen oder sowas. Aber da ist wirklich alles aufgewachsen davon, der mag das. Aber ich bin auch schon überrascht, wie viele Hunde allein mit der Lautstärke hier klarkommen. Die müssen damit nur aufwachsen. Also wenn die das kennen, ist es okay. Hey Leon! Ah, jetzt fährt ein Minisalat mit. Okay, die Größe von den Minis. So, was habe ich jetzt im Chat verpasst? Ling! Dass ich dich mal hier im Chat sehe. Witzig. Stimmt, ich wollte dir noch den Link schicken. Es tut mir leid, ich habe es voll vergessen. I'm so sorry. I'm so sorry. I feel so bad. ich hab's leider vergessen. Es tut mir wirklich leid. Nee, Link kenne ich von dem anderen Streamer, wo ich immer mitschaue. Link kenne ich ja von den anderen Streamer. Ich will mit dir reden, du Depp. Ich wollte mit dir reden, nicht mit der Kamera. Was mir sagen? Link kenne ich aus dem anderen, von dem anderen Streamer. Wenn? Von Random Hero Alex, der wo mit dem Tessia ab und zu zockt. Ja, ich war als erstes bei dem Hund. Ich habe schon gesagt, ich bin echt enttäuscht von dir, dass du als zweites zuerst zu dem Hund bist. Ich habe dich noch gar nicht gesehen. Danach hatte ich ein dezentes Déjà-vu. Noch gar nicht gesehen. Schmecken die Amerikaner, die hey, ich gebacken habe? Susi im Westen, oder? Susi im Spike. Hey, Pater. Wo ist meiner? Ling, was kostet das ein Abo, oder? Susi im Streik. Ich dachte, ich brauche noch was zu essen. Oh Gott, ich verreck. Ich liebe Alstedt so sehr. Leute, ihr könnt nicht in der Einfahrt hier stehen bleiben. Einfahrt und Ausfahrt freihalten. Ich bin hier für alles die Mutti, glaubst du? Aber mit Grazie. Schade.
Hört auf die Mutti. Bin ich auch der Meinung. Also egal, wer von allen noch nicht in Altstadt dabei war, es ist einfach nur geil. Altstadt ist geil, oder? Ja, auf jeden Fall. Altstadt ist einfach bescheuert. Und selbst wenn man nicht mitfährt, allein dabei sein alleine, ist mega alleine witzig. Das hier sein ist schon immer cool, ja. Vor allem, man muss nicht mal trinken, es ist trotzdem mega witzig. Das muss ich jetzt seit 35 Jahren nicht. Seit 35 Jahren nicht. Ich hoffe tatsächlich eigentlich nur, dass wir jetzt Strom kriegen. Wir haben noch 16% Akku, wir müssen spätestens in 6% müssen wir einen Stream ausmachen, weil sonst tun wir die Batterie tiefen entladen. Das ist scheiße. Also falls irgendwer ein Stromaggregat da hat und mal eben nach Altstadt bringen kann, bitte! Ja, jetzt oder ein dementsprechendes Keilriemen, ne? Ja, der Keilriemen, der müsste jetzt kommen. Die haben gemeint, 16.30 Uhr rum sollte der kommen, sobald die anmachen. Ja, das Ding ist, der Ton ist manchmal leise, wenn man weggeht von dem Mikro. Dann ist er nicht so laut. Aber das Problem ist, wenn wir das nicht so über das Gate regeln, dann habt ihr hier im Hintergrund nur Autogeräusche. Und das wollt ihr nicht. Bello fragt gerade, ob wir noch Verpflegung brauchen. Außer also Pfeffenschnaps geht immer. Und ein Grill. Hey, der Bello, wollte der nicht um 10 hier sein? Ich weiß auch nicht, wann er jetzt bleibt. Ja, ich glaube, das ist schon okay. Jetzt fährt Mini-Salan erstmal mit. Also die Größe von den Minis, aber ein Mini. Also die letzten Worte. Okay, wie immer sehr informativ. Noch ein letztes Wort. Hallo. Hallo, okay. Ja, Gott sei Dank habe ich einen Helm mit. Alles gut, Bello. Also Bello, falls ihr unterwegs seid und ihr könnt irgendwo einen Einweggrill oder so herbekommen. Wie gesagt, wir sind immer noch nicht sicher, wann wir jetzt Strom kriegen. Eigentlich hieß es um 16 Uhr. Also ein Einweggrill wird es auf jeden Fall tun. Und ansonsten, also wie gesagt, Pfeffi geht immer, unsere Flasche ist schon wieder leer. Aber wir haben noch genügend anderes. Wir werden jetzt nicht verdursten, falls nicht. Tschüss, Didi! Ling, das hast du leider zu spät gesagt. I'm so sorry, aber ich glaube, letzte Woche war hier auch gar nichts. Das ist eine perfekte Einstellung. So wunderbar in der Camp und man sieht die Strecke auch noch an dir vorbei. Super. Und man sieht noch einen Test, wie er Kegel zurechtrückt. Run, bitch, run, 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 run! Jetzt können wir zuschauen, wie Tess wundervoll die Kegel wieder zusammenklaubt, wieder an den richtigen Ort der Stelle bringt. Also da kommt jetzt der Pader. Wir lieben ihn. Lasst mal ganz viel Liebe für ihn im Chat da. Macht mal ganz viele Herzchen rein. Alles gut? Oh, shit. Ist jetzt deine Lehne gebrochen? Fuck. Hütchen spielt Tess, ja? Ja, hab ich gerade gesehen, okay? Passt, oder? Ja, ja. Oder? Ja, ich mach's heute Abend. Irgendwo findet man bestimmt einen Ersatz. Ansonsten Spacks und Nägel.
Ja, Link Tess arbeitet ausnahmsweise mal. Der macht ja sonst nichts anderes. Ja, Pater in Orange, das fühle ich auch. Willst du Lexa liebe Grüße da lassen? Hallo Lexa, liebe Grüße an dich. Sie findet super, dass du wieder orange bist. Danke. Ja, Dennis, Gaffer um den Sitz ist schwierig. So, der Boris hebt auch gleich ab. Okay, let's go. Ey, das war jetzt Timing, also ich bin fast schon stolz auf mich. Prioritäten setzen. So, jetzt kommt hier entweder Paul oder Nico, man weiß es nie bei den beiden. Die fahren immer im Wechsel. Ich glaube, Nico fährt gerade in der weiß-blauen E36. Da kommt der Pater wieder. Gefolgt von Boris in der Drohne. Und da kommt, schau mal, da kommt ein einsames Tess herangelaufen. Oh, jetzt muss er rennen. Also aktuell ist es sogar in Planung, dass ein Tess sein E36 die alten Beifahrerpedale vom Fabi reinkommen. Wir müssen sie bloß noch einbauen. Ist halt die Frage, wann. Aktuell haben sie alle recht viel Spaß am Fahren. Aber das kriegen wir auch noch hin und dann setzen wir entweder Fabi auf den Beifahrersitz oder direkt auf den Fahrersitz. Tess hat sich auf jeden Fall schon das Schild mit der Fahrschule gekrallt. Wann kommen jetzt die Pedale in dein Auto rein? Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Nicht so viel spoilern, was für Pedale? Worum geht's? Filmen Sie mir nicht ins Gesicht. So ein dummer Humor, ich mag's. So, Schatz, hast du noch was Wichtiges zu sagen? Anscheinend nicht. Ignoriert mich, bin ich ja gewohnt. Nett. Will Paters bessere Hälfte noch was sagen? Was? Weiß ich doch nicht. Was hat denn der gemacht? Ich laber auch einfach nur die ganze Zeit hier dumm rein. Ja, hat Scheiße gebaut wahrscheinlich. Oder der Kleine ist schlecht. Oh, das könnte natürlich auch sein. Das wollen wir natürlich jetzt auch nicht unterschätzen. Check, check. Könnte sein. Ich bin jetzt gleich. So, liebe Freunde, der. Ja, ich weiß okay. Es gerade nicht. Ja, doch, jetzt filmt er gerade uns. Also mit einem Delay. Dann geh mal hin, jetzt kommst du doch gerade raus. Hm. Ich habe nun auch ein Mikrofon. Und was ist da? Was meinst du? Na, warum ist er rausgefahren? Sein Sitz ist kaputt. Ja, stimmt, das habe ich auch gerade gesehen. Sein Sitz ist einfach nach hinten durchgekracht. Möchtest du noch etwas sagen? Das ist sein Tipp. Also, ihr habt es zuerst gehört, ich bin ein Depp. Karev, danke für dein verschenktes Abo. Ein Sabotement.
Oh, ich krieg schon Krampf in den Fingern tatsächlich vom Handy halten. Wie bitte? Ich krieg schon Krampf in den Fingern vom Handy halten. Vom Handy halten? Das ist das erste Sub, der erste Sub, das erste Geld, was mit einem Drift Championship, Drift.de oder mit irgend so einem Driftzeug, das ist der erste, der einen Sub verschenkt auf so einem Event. Ansonsten kommt bei so Events immer nur jemand. Also, Kare, vielen lieben Dank. Du geiler Typ. Damit das heißt, rettest du Fabi seine Monatsmiete. Nein, das heißt Jubel! Ich liebe Altstadt so sehr. Das ist verrückt. So, wen können wir jetzt noch auf den Sack gehen? Eigentlich jedem, den wir... Ach komm, wir gehen zu Paul und Nico. Okay. Pater, sein Sitz ist jetzt durchgebrochen. Der Beagle sitzt schon wieder im Auto. Ja, aber er passt farblich zu dem Auto. Also ich finde das eigentlich nur logisch. Hallo Tistre. Ich weiß nicht, Hi, wer Tim. Genau du Tim. Bist. Tim? Nein! Tim, ja, Tim. Tess, ein Videocutter. Nein! Hallo Tim! Hallo Tim. Lang nicht mehr gelesen. Ja. Ich glaube, seit Tuning World schon nicht mehr. Jesus Christ! Yes, und Bunny Christ, was? Hello? Na, Chad? Hallo, Chad. Oh. Wie regelt ihr das jetzt eigentlich? Ihr fahrt ja auch immer abwechselnd in den Autos, ne? Nee. Das ist alles einer und das aber ist meistens nackt. Unsere. Ah, eurer. Ja, genau. Also, den fährt wirklich nur Paul. Ja, das, deswegen war ich verwirrt. Also, ihr fahrt sie wirklich mal so, mal so. Ja. Ja, einer, wasch, für jede Öffnung einer, wasch. Für jede Öffnung. That's what she said. Ja, aber er steht jetzt, das ist, der schwarze. Antriebswelle ist so leicht kaputt. Servopumpe ist kaputt. Du musst das Mikro wirklich nah halten. Nah also, halten? Ja. Dann muss ja. Ich das also fast bis dass du schon futterst. So? Das ist authentisch? Ja. Okay. Warum? Das ist halt echt durch das, dass die ganze Drift. Ah, wir haben wir ja oben schon auch nochmal ein Mikro. Wir okay. Müssen das quasi übertönen. Ihr müsst mal kurz euer Mikro teilen, dass wir die Batterien wechseln. Nee, sehe ich nicht ein. Alter, das ist ja eine Wissenschaft. Gut, dass ich kein Nachrichtensprecher bin. Also muss es wirklich nah halten. Seit wann seid ihr jetzt eigentlich live? Eine halbe Stunde. Ja? Test, Test, Test. Ich hab jetzt so ein Mikro, du musst, kannst irgendwas sagen, wir sind jetzt live. Alter, was soll ich denn perfekt. Sagen? Perfekt. Irgendwas Cooles. Irgendwas Cooles, also das Coole ist die Welt, das kann ich nicht sagen. Oh, jetzt kommt schon her, jetzt muss ich mal. Da vorne, ich hatte zwei vorm Mund, ja, ja genau. Geil, zwei ja. Vorm Mund findest du gut, oder? Zwei vorm Mund ist toll, ja. Macht's Wechsel in Autos, weil ihr seid ja echt immer im Wechsel. Mal fährt er den weißen, dann wieder den schwarzen. Ich genauso bin einmal, wie du, gestern einmal. Ja. Das hat mich verwirrt, ich hab die Aussage einmal gehört und schon gleich verwirrt. Und? So. Aber jetzt müssen wir den attraktivsten hier Hallo sagen. Hallöchen! Ja, kannst ich du dir irgendwas so sagen? Sein. Paul, was machst du gerade? Der nee, Kameramann, er ist der muss eigentlich mal zu uns schwenken und nicht zum, ja, zum Mund. Er ist kamerascheu. Ich mal unauffällig, weil die Leute fragen, ob irgendjemand noch bitte Blondine, vorbeibringen, nee, blondieren, Blondinen, stimmt, hast du schon wie viele Liter durchgeblasen? Und Befehlsverweigerer. Das passt, oder? Das passt. Okay. Also einmal im Chat, gell? PayPal-Konto wird gleich noch reingeschickt, der Link. Spenden werden gern angenommen. Wo hat der Disco-Licht? Hi. Ich habe auszusehen vorhin so ein Berry-Ding genommen. Ich dachte, das ist normales Jackie Cola. Ja, da würde ich auch ausflippen beim Bunny. Aber Paul, so ein Gimbal könnten wir auch brauchen. Wie ist es bei dem Event? Darf man bei dem als Besucher einfach vorbeikommen? Eher schwierig, gell? Nee, also es ist ein Privat-Event, da sind tatsächlich Besucher nicht gestattet. Oder nicht gern gesehen, sagen wir es so auf jeden Fall. Gar nicht gesehen. Eigentlich gar nicht gesehen. Ja, Alex hat es schon gesagt. Perfekt.
Hallo Jesse 2. Was schreibt denn der Chat eigentlich so? Das kannst du hier gerne mitverfolgen. Ich muss selber gerade schauen, was hier oben war. Ich habe leider schon lange nicht mehr mitgelesen. Ja, Tim hat kurz reingeschrieben. Lexa, Alex, Link. Mikro bitte nicht mit Jackie vertauschen und verschlucken. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich bin nur dann, die Verwirrung kommt dann, wenn ich in die Jackie-Dose reinrede, ja. Ja gut, noch hältst du es richtig rum. Was? Halt's richtig rum. Das ist blaue noch. Ja, ich sag dir, noch hältst du es ja, richtig rum. Sobald du mit der Jackie-Dose redest, dann würde ich mir sorgen. Hier trinken. Hallo, falsch rum, Cappy. Also, das ist der Niki. Hallo, darf ich Niki sagen? Oder? Nein, eigentlich Nick. Einfach nur Nick. Ja, aber wenn ich jetzt Niki sage, ich finde, das ist süß. Nee, ja, okay, nee, das ist aber kein Spitzname. Weil Spitznamen sind immer kürzer als der eigentliche Name. Ich mag es auch nicht, wenn man zu mir Jesse sagt. Ich mag Jess. Jesse ist kurz. Ja, doch. Nee, Jesse. Also einfach, nee, ohne I. Nein. Einfach nur Jess. Du machst bei mir, du willst bei mir ein I hinmachen. Nein. Du, das Problem ist, wir haben hier im Chat mehrere Jessies. Ja. Wir können das jetzt nicht anfangen, nochmal eine neue Jessie hier einzuführen, weil sonst kriegen wir da drinnen einen Koller. Okay. Also wir haben hier schon. Wir haben hier schon einmal Jesse 2, weil wenn Jesse 1 nicht mehr da ist, haben wir immer noch 2. Achso, und du bist dann quasi Jesse 3. Genau. Also, ich bin Jess, ich bin ein Individuum. Ein Individuum? Ja. Ich kann mich auch gehobener artikulieren. Gehobener artikulieren? Sag mal. Oh Gott, ist das süß. Naja, das ist jetzt das ist eine reine Auslegungssache. Oh, aber die Musik fühle ich jetzt gerade. Ah, da ist er! Ja, dadurch, dass ich jetzt nicht mehr fahren kann, muss ich jetzt Sprecher machen. Das hilft nichts. Das Lied fühle ich gerade. So. Will Pauls bessere Hälfte Tina auch was sagen? Nee, du willst dich komplett raushalten. Ist okay. So, wem geben wir jetzt noch auf den Sack, Schatz? Wohin? Ich habe Angst, dass ich hinfalle. Wem geben wir jetzt noch auf den Sack? Wenn ich einen Chat lesen könnte, dauerhaft, das wäre schon cool. Attacke. Chat, schreibt mal rein, was soll man Cooles machen? Schreibt mal, was ihr sehen wollt. Ich sehe den Chat halt nicht die ganze Zeit, das ist nervig. Ja, du kannst auch dein Handy einfach aufmachen. Ich habe hier keinen Empfang. Ich bin's jetzt einmal folgen und dann einmal den Chat aufmachen. Habe ich doch schon. Ich habe immer noch kein Netz. Nick, zeig mal die Antriebswelle. Oh, Telekom. Nein, also die ist noch da quasi. Die ist nur komisch. Die ist nur komisch? Ja, die hat so ein bisschen Spiel. Ja. Weiß ich nicht. Wir sollen einmal die Antriebswelle zeigen. Das ist schwierig, die sieht man jetzt nicht, aber so. So sieht es dann aus, wenn so eine Antriebswelle kaputt ist. Du darfst auch gerne deine Meinung dazu äußern. Meine Meinung? Zu was? Ja, oder was jetzt seitdem passiert ist. Ich habe es leider nicht mitbekommen, was mit deiner Antriebswelle passiert ist. Was passiert ist, ich bin halt gefahren und bei dem Auto, das sind jetzt glaube ich, seit 3 Events sind jetzt schon 4 oder 5 Antriebswellen kaputt gegangen. Der macht die gerne kaputt. Und das ist halt. Dadurch, dass ich keine Klatschkicks mache und auch nicht an der Fly-Off ziehe, liegt es am Auto. Er ist zu tief. Er ist einfach wirklich zu tief. Er ist wirklich zu tief. Ja, das glaube ich dir tatsächlich sofort. Also, glaube ich, oder? Können wir mal den Chat fragen. Was sagt der Chat zu der Tiefe? Ist das so okay oder zu wenig? Oha, Migi! Kuss, Kuss. Migi, du musst jetzt auf jeden Fall mal hier, gell, aktiv dabei bleiben. Ob's zu tief ist. Ob's zu tief ist, ja. Also Link fragt schon gerade, was ist dieses zu tief? Ich finde auch, zu tief gibt es eigentlich nicht. Alles andere schleift sich frei. Ja, also... Außer die Ölwanne, die sollte nicht schleifen. Die schleift. Ja, die schleift wirklich. Ja, ich weiß, ich war gestern dabei. Also die Ölablassschraube, die ist ja aus normal Stahl, die funkt. Die Ölwanne selber ist aus Alu, die funkt nicht. Tim, du kriegst leider kein Alex-Content, aber du hast doch hier Live-Performance-Nick-Content. Ist so. Böni zeigt dir bestimmt auch gern seinen Arsch.
Boah, zu später Stunde können wir gern drüber reden. Oh, ich muss noch Lichterketten aufhängen. Ja, aber das haben wir auch gestern erst alles gemacht. Migi schreibt auch gerade, Low is the lifestyle. Ja, Low ist, ja, der Migi weiß Bescheid. Bodenfreiheit ist Platzverschwendung. Richtig. Ich sag auch immer gern, passt die Katze drunter, muss die Karre runter. Ja, das Gute ist, ich bring meinen Fuß. Also wenn ich bedenke, bei meinem BMW, den ich damals habe, ich habe einfach meinen kompletten Fuß in den Radkasten oben reinkriegt. Ja, ein bisschen Platz ist Diesel schon. Dieselpower. Ja, Dieselpower. Aber griffig, ne? Ja. Auspuff auch. Den habe ich extra eintragen lassen, das war mir wichtig. Das, ja. Also Partikelfilter für die Leute, die sich auskennen. Der ist irgendwo da unten bestimmt, also, glaube ich. Vor allem das Breitbau-Kit, das hat ja auch nirgendwo scharfe Kanten. Nee. Oder die, ist nee, irgendwo nee. Nicht TÜV-konform abgeflext worden. Nee, das ist was anderes. Das ist ja auch die Seitenbauteile sind natürlich alle komplett fix, also da wackelt nichts. Da gibt's ABE dazu, ja. Auch die Scheiben, also es hält ja oben zumindest. Die Ansaugung? Ja, die ist gut. Auch das Loch in der Motorhaube, das ist vollkommen TÜV. Standlicht und Fernlicht. Einseitig. Die brauche ich bei dem nicht, das ist das also, Gute. Also, Lexa sagt gerade, also der ist fürs Driften zu tief, aber für Daily geil. Ich würde gerade sagen, er ist prinzipiell auch fürs Driften eigentlich nicht zu tief. Er ist nur für Altstädt zu tief. Nein, er ist wirklich zu tief. Das ist ja auch der Grund, warum die Antriebswellen kaputt gehen. Die stehen ja bei mir. In einem normalen Auto stehen die eigentlich immer recht waagerecht. Dadurch, dass mein Auto so tief ist, stehen die so. Das ist auch der Grund, warum... Das ist schlecht. Ja, deswegen muss er... Ja. Es tut mir leid, das zu sagen, aber er muss höher. Er muss höher. Dennis schreibt gerade, bei ihm passt ein Rindviech unter das Auto. Was zum... Was fährt also, er für ein Auto? Ja, das freut mich auch gerade. Ich habe sein Auto, glaube ich, schon mal im Stream gesehen, aber ich kann es dir gerade nicht mehr sagen, was es war. Aber es war jetzt... Was war das? Fährt der einen Monster Truck oder so? Ja, das habe ich ja gerade auch. Also Rindvieh oder so, da muss ich ja reden schon von so einer Bodenfreiheit. Ja, mindestens. Das ist, ja. Und das ist ein Kalb. Aber Rindvieh. Kaffeefilter verbaut, ganz bestimmt. Kaffeefilter? Ich weiß jetzt aber nicht mehr, worauf das jetzt bezogen war. Achso, statt Luftfilter wahrscheinlich Kaffeefilter. Hä, nein, das ist ein ganz normaler Luftfilter, der da drin ist. Ist wirklich so, schau rein. Da ist ein Luftfilter drin. Da? Also muss einmal Kamera bitte. Einmal reingucken da. Da ist alles ein über 2 cm Bodenfreiheit ist peinlich. Ja, Tim, dann schau dir mal mein Fiat 500 an. Also dann film bitte mal darüber. Das sind mehr wie 2 cm. Wem das peinlich ja. ist, der hat ja. Probleme. Also. Und hier sehen wir ein freilaufendes Tassilo. Oh ja, ganz selten zu erblicken. Ganz selten zu erblicken. Wildbahn. Heute Kamerascheu. Okay. Ja, deswegen. Ja, ganz seltenes Objekt in der freien Wildbahn. Er hat schon die Hörner gerümpft. Jetzt können wir eigentlich noch mal kurz den Thomas auf den Sack gehen, oder? Essexos. Essexos ist geklatscht. Wenn er höher schraubt, Fahrverbot. Oh. Also die Karre muss so tief bleiben, okay. Es wurde entschieden. Dann würde ich mir aber bitte wünschen, dass zu jedem Event, wo ich komme, würde ich gerne immer 2 Antriebswellen auf Reserve schon da liegen haben. Weil ja. Wenn die Karre nicht höher sein darf, brauche ich Wellen. Dann aber auch gesponsert von SXOC. Ja, logisch. Ja. Lost Wind sagt einmal Hello. Schweröltrecker liegen immer tief. Das stimmt, ja. Hat man das im Stream gesehen, so ein paar Wolken von ihm? Nein, oder? Ich weiß tatsächlich noch nicht, was von den Autos so viel eingeblendet worden okay. ist. Also der Fabi hat mir eine Kamera in die Hand gedrückt. Und auf einmal hat er mir ein Mikro in die Hand gedrückt und ich dachte so, ja, okay. Mach. Bis dahin wusste ich noch nicht mal so richtig, dass der Chat überhaupt schon online ist. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt machst du halt mal. Ein dummes Scheiße labern kann ich halt. Also kenn ich. Also ganz ehrlich, wer hier in Altstadt keine Scheiße labern kann, der ist hier auch irgendwo fehl am Platz. Motor höher legen. Das wäre. Motor höher legen, ja, das ist aber dann auch schwul. Das ist dann auch kacke, das machen wir nicht. Ja. Das Breitbau-Kit drauf. Noch größer. Ja. Also quasi Breitbau auf Breitbau.
Smart. Das klingt doch nach einem Plan, oder? Der Plan hat keine Lücken. Also wie gesagt, über ein Sponsoring freue ich mich jedes Mal gern wieder. Er ist halt wirklich nicht so... Heute ist er wirklich nicht so gut drauf, gell? Nee, ich weiß aber auch nicht, was so ganz bei ihm los ist. Also, man muss aber auch dazu sagen, dass Tess... Thomas, ich führe gerade ein Interview, ja? Was? Man muss aber auch dazu sagen, dass Tess ja auch noch nicht ganz auf der Höhe ist, ne? Also man merkt schon, ein bisschen angeschlagen ist er noch. Und ich weiß, also, du hast jetzt mehr mit ihm geredet. Läuft seine Karre rund? Also ich habe jetzt nichts Negatives gehört, er ist soweit. Ja, okay, also eigentlich schon mal kein Grund, dass er da irgendwie... Ja, und er, ja, wichtig, er ist jetzt Fahrschule. Er macht jetzt Auto, ne? Fahrschule. Er macht jetzt Fahrschule? Ja. Er hat schon das Schild oben aufs Dach? Also wenn ihr auch einen Führerschein machen wollt, bei uns... Ja, weiß ich als Out, ne? Ich bin zwar echt ein Fan von so Stuntbikes, aber der die dritte gerade im Bunde mit ihrem kleinen Rolle, das war jetzt schon goldig, ne? Was macht? Er macht jetzt, glaube ich, irgendwas, was gefährlich ist. Ja, ich glaube nicht. Huh. Nee. Okay, gut. Aber wir haben jetzt schon 3 neue für SXOC angeworben. Wir haben vorhin, sind auch welche mit so Bikes vorgefahren. Die sind jetzt aber leider schon weg. Die waren so sympathisch. Allein ein Mädel, die war jetzt 16 auf so einem Bike. Die haben wir jetzt einfach mal beim Pater mit reingesetzt. Die war überglücklich. Die hat auch gesagt, sobald sie Führerschein hat, die bewirbt sich hier, die holt sich einen E36, die fängt auch zum Driften an. Gleich mal angeworben hier, man muss ja für Nachwuchs sorgen, ne? E36, da braucht man jetzt mittlerweile auch schon einen Kredit, dass man sich einen kaufen kann. Ja, also mich hat's auch, also jetzt mal im Ernst, mich hat's so überrascht, was die Dinge mittlerweile an Wert haben. Gerade, also böse gesagt, wo Tess seine ja versoffen ist, wo er von der Versicherung ja quasi einen Preis genannt kriegt, haben wir auch gedacht so, boah. Also hätte ich nicht gedacht, dass er das kriegt. Ich habe den Preis auch gehört, das war schon... Hätte ich nicht gedacht. Nee, hätte ich auch nicht. Mikros tauschen. Oh, ich will das Blaue haben. Das Ding geht hin. Ist er schon drin? Sorry. Ah, liebe Zeit, ich kann mal zurück, ich hab Durst. Wie bitte? Mal zu uns, ich hab Durst. Du hast Durst? Das heißt, wir trinken einen. Willst du ja mitkommen? Ich komm mit, weil ich habe eh nichts zu tun. Schauen wir mal, wie viel wir noch von unserem Pfeffi haben. Haben wir nicht. Also quasi nicht am Sender unten. Ist offen. Ist offen. Es ist offen. So, ich habe schon wieder den Chat ignoriert, es tut mir echt leid. Ah, das sieht ziemlich witzig aus. Ich habe mich vorhin schon gewundert, warum er eigentlich so random dasteht. Bis ja. Ich dann verstanden habe, er fliegt eine Drohne. Also wir haben jetzt auch Split Green. Split Green. Irgendwas beim Chat? Irgendwas Neues? Okay. Bei Hello war ich, Motor Höhe legen. Ja genau, das war das Letzte. Lieber Hängerarsch im Auto als sonst wo? Ja, ich sauf immer mit. Also das heißt, wir müssen halt saufen. Haben wir noch einen Pfeffi oder so? Müssen jetzt Alkohol trinken. Oh nein. Ah, nee, haben wir leider nicht. Wodka vom Salat. Kiddies, wisst ihr, wo euer Papa den Alkohol versteckt hat? Wieso fragst von einer habe ich gerade ein Ja gehört, von der anderen nein. Wieso fragst du die Kinder, wo der Alkohol ist? Ja, weil die es wissen. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll, bin ich ehrlich. Salan, hast du uns kurz einen Wodka? Der Chat will leider, dass wir jetzt, dass ich jetzt kurz mit dem Nick einen trinke, aber wir haben leider keinen Pfeffi mehr. Ihr habt gehört, du hast noch Wodka da. Bitte? Puh, ich muss den Kerl ja quälen. Was? 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 Haben wir bestimmt auch noch einen Becher für dich? Da steht nichts drauf, da steht Jazz drauf. Perfekt.
habe eh nichts anderes zu tun, als irgendwas quatschen. Das, wenn der Chat mehr schreiben würde, wäre einfach cool. Irgendwie Müll labern, einfach die Leute Fragen ein bisschen unterhalten. Fragen, damit sie auch ein bisschen im Stream bleiben, bis es hier mal richtig alles läuft. Du filmst jetzt da, okay, da stellen wir uns einfach gleich dazu. Nehmen uns den Chat wieder mit. Ach, sogar entbechert schon. Saarland, du bist ein Engel. Komm, wir gehen einmal kurz vor die Kamera. Die da oben ist an, glaube ich. Ist das mein Becherchen, oder? Ja, Saarland hat uns die jetzt gerade in die Hand gedrückt. Was ist das? Wodka. Ja, Lexa hat leider gesagt, Nick, sauf ein für mich, du weißt warum. Ich weiß zwar nicht hundertprozentig warum, aber ich sauf einfach mit. Salut! Los, ne? Jetzt ist die. Oh, die Waldfee. Oh Gott, ich hasse Wodka. Oh, dann nehme ich dann doch lieber mein Aperol. Oh, nee. Oh. Saarland, was hast du denn da mitgebracht? Ich glaube, ich bleibe einfach bei meinem Jack Daniels. So, schauen wir noch mal kurz in den Chat. Was ist die Fritz-Cola-Kiste als? Als Sitzstabilisierung. Ist bestimmt eingetragen. Wer hat eine Fritz-Cola als Sitzstabilisierung? Dasselbe habe ich mich auch gerade gefragt. Ganzer Regiewagen am Start. Jarling? Lieblingsauto aus dem SXOC. Boah. Das ist schwierig. Wobei, ich muss sagen, Pachi, seine R33, finde ich schon geil. Die fühle ich schon arg. Ich bin halt nicht so der JDM-Typ, weißt du, bei mir ist also, ich war auch nie der JDM-Typ, bis ich hier war. Bis ich mal hier war. Ich sag mal, die Kisten sind schon cool, da kann man wirklich nichts sagen. Aber so ein E36 ist halt einfach geil. Ja, E36 ist halt schon geil. Also, vor allem, man merkt ja auch, es nimmt halt wirklich Überhand. Gefühlt jedes zweite Auto hier ist ein E36. Ja. Und gefühlt 98% der Autos hier ist BMW. Wie lange wird heute gefahren? Oh, Martin! Martin, du Sau, wo bist du heute? Dich vermisse ich heute auch ganz dolle. Vater lässt einmal eine Runde vor euch knallen. Pater ist einfach ein geiler Typ. Ich hab gehört, du nimmst mich die nächste Runde mit. Darfst dir auch gerne erstmal Zeit lassen. Ich habe aber leider gerade kein Alkohol, weil den Wodka von Saarland tue ich mir nicht nochmal an. Der war jetzt gerade echt heftig. Wir haben Bier. Ja, Bier ist okay. Corona haben wir auch. Nee, wir haben Fass. Bier. Ja, nee. Da passt nicht. Also ich nehme Corona, du kannst gerne Fass Bier saufen. Ich trinke Corona heute mit. Ja, perfekt. Dann kommst du nochmal zu uns. Aber ich muss jetzt kurz ein anderes Mädel noch mitnehmen von den Julian, glaube ich. Und dann habe ich nochmal einen Sitz frei und dann kommen wir nochmal. Also wenn du wieder einen Sitz frei hast, dann machst du halt nochmal einen Stopp, trink mal nochmal ein und dann machen wir wieder Attacke. Geil. So machen wir's. Hopf für HDGF. Wir haben vorhin den... Sorry. Wir haben vorhin den Hänger einmal gezeigt. Wir machen... Salan, was willst du mir jetzt damit andeuten? Ja, ich rede doch gerade zur Kamera. Was willst du von mir? Oh Gott, ich habe einen Sitz, es tut mir so leid. Wir haben den Hänger vorhin mal kurz von innen gezeigt.
Da wird es mit Sicherheit auch nochmal ein Video dazu geben, wenn nicht eine Insta-Story, da werden wir uns schon einig. Aber wir können jetzt nicht alle 10 Minuten mal kurz zum Hänger laufen und jedes Mal wieder den Hänger zeigen, nur weil einer in den Chat schreibt. I'm sorry. Quasi Oldtimer-Treffen bei all den E36, ja? Tatsache, was hat E36 standardmäßig für ein Baujahr? Also Paul und Tess wollt's heute auch wirklich wissen. So, wer labert jetzt mit mir hier irgendeinen Shit? Wo ist eigentlich Nick mit dem Mikrofon hin? Salan, weißt du, wo der Nick mit dem zweiten Mikrofon hin ist? Ist weg. Ja, Alexa, du kannst dich jederzeit noch so anschließen, wenn du Alkohol mitbringst. Schatz, komm. Du kannst mit mir auch gut Scheiße labern. Die Limo von 90 bis 98 etwa. Ja, okay, alles bis 98 ist noch nicht 30. Also sonst würde ich mich auch echt schlecht fühlen mit bei 98er Baujahr. So, ich möchte jetzt eigentlich nur kurz schauen, ob der Nick das Mikrofon noch hat. Weißt du, ob der Nick das Mikrofon noch hat? Ja. Der Nick? Ich wollte gerade sagen, schau mal bitte, ob der noch das Mikro hat, weil am Ende verlieren wir es wieder oder vermissen es am Ende. Eigentlich wollte ich nur kurz die Weste testen, ne? Jetzt stehen wir hier. Tim, mit dem Fiat würde ich hier echt gerne mal durch die Strecke heizen, aber ich habe 69 PS, damit komme ich nicht mal ansatzweise um die Kurven. Wenn es vielleicht mal gut Schnee hat, dann können wir vielleicht noch irgendwas hinkriegen, aber so aus eigener Kraft kriegen wir da nichts hin. Dennis, der Hänger war 4x2 Meter. Ja, entweder ausschalten oder du gesetzt dich zu mir mit dem Mikro. Oh, ich würde sagen, die Drifter haben im Schnitt zwischen 10 bis 30 Satz Reifen dabei. Es kommt halt drauf an, es gibt Fahrer, die fahren wirklich nicht oft auf die Strecke. Dann gibt es Fahrer, die brettern halt kontinuierlich das ganze Wochenende durch. Ich laufe einfach mit, Salan, ist gut. Liebe Grüße vom Salan soll ich ausrichten. Jazz geht auf in ihrer Rolle. Ja, irgendwie schon. Ich bin gerade selber von mir überrascht, aber ich habe auch gut ein Sitzen. Soll ich denn überhaupt noch reden oder sollen wir jetzt einfach bloß Autos einblenden? Nein, Spaß. Willst du es nochmal für den Chat wiederholen? Nein. Du Arsch. Er hat gesagt, ich soll die Schnauze halten. Jesse hat schon gesagt, ich gehe voll auf in meiner Rolle. Lexa sagt, sie erscheint nie ohne Alkohol. Das ist immer eine sehr gute Einstellung, die habe ich auch. Und nie ohne was Selbstgebackenes. Beim letzten Mal waren es Muffins, beim vorletzten Mal waren es Muffins, diesmal sind es Amerikaner. Ein freilaufendes Binny. Ja, den habe ich auch seit dem letzten Mal an der Backe. Werde ich auch nochmal los.
Ja, S6OC sagt es wirklich perfekt. Die E36 Gurken schon mehr. Wer Leistung hat und viel ballert, verbraucht ein paar Dutzend mehr. Also ihr seht es ja auch hier an den Autos teilweise, wenn sie durchfahren, es fliegen wirklich Reifenteile, die Gummifetzen fliegen und auch auf dem Asphalt sieht man das schon am zweiten Tag und gestern sind sie echt nicht viel gefahren, dass bereits am zweiten Tag hier alles voller Gummistaub ist. Ich habe es auch schon im Gesicht, also du hast es wirklich überall. Die Competition ist morgen. Wir hoffen, es funktioniert dann alles und wir kriegen endlich Strom. Aktuell ist es leider auch so, dass wenn wir jetzt nicht bald Strom kriegen, dass wir jetzt dann gleich den Stream ausmachen müssen, weil wir den einfach nicht mit genügend Strom versorgen können. SXOC, wir passen natürlich immer auf uns auf. Wir sind vorsichtige und anständige Menschen. Ich sehe da gar kein Problem. Der Generator ist nicht kaputt, lediglich der Keilriemen ist defekt. Schatz, weißt du, wann die hier morgen Competitions fahren? Also wir schätzen mal Competition ab 13 oder 14 Uhr. Ja, Tim, also für meinen Fiat, da braucht man nicht viele Leute zum Schieben, da reicht einer. Das Ding wiegt, glaube ich, ein bisschen über 800 Kilo. Fabi hat sich auf den Generator gesetzt, genau. Deswegen hat jetzt leider einen Defekt. Mir ist schön warm. Ja klar, wenn der Motor nicht laufen würde, dann wären wir schon längst offline. Buenos días. ¿Cómo está? Hallo, hola. Karim kommt. Wann? Wo? Ja, was? Wo? Warum? Ja, aber... Mal kurz.
Ist Lea schon auf dem Weg, um Bello zu holen? Ich stehe da draußen. Was? Ich stehe da draußen. Okay, ein Bello ist nicht zufällig im Chat. Alpha 69. Okay, ich gehe mal dann davon aus, dass wenn Bello noch nicht oder nicht mehr im Chat ist, dass er dann zumindest irgendwo auf dem Weg ist. Sonnenbrand habe ich bis heute. Davon kann Billy auch ein Lied von singen. Sing das Lied vom Sonnenbrand. Ah, es tut weh. Aber wie meinst du, Bello kommt nicht hier hoch? Er läuft. Ich hab gedacht, Lea. Ja, ich hab gedacht, Lea holt ihn ab. Weißt du was von Bello? Ja. Digga, was? Deswegen schreibt er auch nicht, der hat hier kein Netz. Tja, voll verdattert. Ja, verreck. Erstmal Hallo sage hier. Jetzt schnell. Bello! Ich hab grad schon. Ich wollte gerade schon eine Vermisstenanzeige ausschreiben. Ich hab was Grünes mitgebracht. Was Grünes? Das hört sich gut an. Willst du im Chat alle mal Hallo sagen? Hallo! Also, es ist. Lexa war jetzt schon im Chat. Tim war vorhin auch mal da. Vince ist da. Alpha 69. Doch, Vince, ich bin jetzt da. Oho. Achso, hallo! Du bist jetzt für die Moderation heute zuständig, hab ich gehört. Ja, also ich wurde dazu gezwungen. Gezwungen? Also ist doch eigentlich schön hier, oder? Also was heißt gezwungen? Man hat es mir irgendwie aufgebunden. Fabi hat mir das Mikro in der Hand gedrückt und hat gesagt, mach mal. Nimm. Genau, das ist so, Fabi, nimm das Mikro, mach. Ja, ich glaube, er weiß halt auch, also Scheiße labern kann ich. Ja, ist aber gut. Ist doch schön. Ja. Ja, richtig. Altstadt und ja. Ja. Also Fabis Worte vorhin waren auch, wer hier in Altstadt ist, der hat auf jeden Fall Nägel im Kopf. Weil anders kann man sich das hier nicht mehr erklären. Nein, entweder das oder komische Menschen. Komische, lustige Menschen. Aber wir lieben sie alle. Wir haben alle Nägel im Kopf und wir lieben alle Leute hier. Es ist einfach nur geil. Liebe zwischen Bell und Buddy. Bello hat gerade schon gesagt, der hat was Grünes dabei. Was Grünes? Ja, aber... Pfefferminzschnaps. Auf geht's. Attacke. Das ist Tess sein Auto. Die Gaspedale. Tess, also Fahrschule, Tess. Heute, jetzt. Ja, wir müssen die Pedale noch einbauen. Das schauen wir mal, ob wir das heute machen oder morgen, wissen wir noch nicht. Oder ob wir es überhaupt machen. Kommt drauf an, wie wir dazu kommen. Es hat leider anscheinend echt nicht schnell gemacht. Also wir wissen selber noch nicht, wie wir es überhaupt verbauen.
musst du ja irgendwie verbinden von der Fahrerseite und rüber. Gut, den Leuten hier kann man alles zutrauen. Ja, also wenn es jemand hinkriegt, dann irgendwer hier aus Altstädt. Geilster Kommentar von Lexa. Hallo, wir sind normal, die anderen sind langweilig. Ja! Exakt. Das ist wirklich wahr, ja. Boris, kann es sein, dass du gleich wieder abheben? Eine kleine Runde mache ich noch, ja. Hört man uns? Ja. Aber man sieht uns gar nicht, oder? Nee, die Kamera ist gerade da vorne, wo Salan steht. Ach so. Ja, ich mache jetzt noch mal eine Runde. Das finden wir sehr geil. Soll ich noch mal anmachen, dass ihr da auch was seht? Ja, ich schätze mal, wir können es gleich wieder einblenden. Ja. Muss ich nur kurz alles umstecken, dann können wir das machen. Das kläre ich gleich mit dem Fabi. Können wir die Drohne gleich mit einblenden? Macht ihr die an? Boris fliegt jetzt gleich, ja. Wir wollen Drohne sehen. Drohne, Boris, Drohne. Check, check. Hallo. Hört ihr mich? Hallo. Hey! Okay, let's go. Der Pater, der fährt auch so geisteskrank. Ich glaube, Pater muss nächste Runde wieder Reifen wechseln. Ich bin der Uwe und ich bin auch dabei. Und da kommt ein Uwe angefahren. Thank you.
müssen uns auch zwischen mit einblenden. Kein Bernie. Und wenn auf der Felge ist, sollte er echt nicht noch einen Bernie ziehen. Aber schalter Pader. Also ich kann schmeichen. Ein Bild von der Drohne. Nee? Wieder unmuted? Hallo? Ja, kannst du wieder. Test, Test, jetzt. Jetzt geht's gleich los. Der Spruch so geil. Geht doch noch, ist nur unten platt. Da oben ist noch Luft. Geht doch noch. Für die Drohne wird alles vorbereitet. Nebendran ein freilaufendes Fabi. Okay, let's go. Ich weiß jetzt nicht so ganz, was ich davon halten soll, wenn Dennis sagt, ich bin mal kurz was testen. Ich hab da so eine Idee. Es kann eigentlich nichts Gutes bedeuten. Salan, wie ist deine Meinung dazu? Ja. Ja, genau.
wie der fliegt, das ist abartig geil. Also Boris macht das schon abartig geil. Also gerade seine Returns, der macht das so smooth in einem Zug. Ich muss ja mit Bella noch einsaufen. So, jetzt können wir einmal zuschauen, wie ein wild laufendes Tess. Binny! Jetzt ist der Tess auch auf dem Bike. Das wollte ich eigentlich gerade sagen, dass ein freilaufendes Tess einen Sprit nachfüllt. Weil er ganz genau weiß, dass ich zu ihm gesagt habe, er soll, wenn er getrunken hat, nicht mehr mit dem Bike fahren. Und ich habe gesagt, er soll mit dem Bike allgemein nicht fahren, weil das Ding böse ist. Und ja. Luft drauf hat und allgemein nicht so für andere Leute ist. Also wir haben uns alle auf die Fresse gelegt schon damit. Also es gibt noch keinen, der sich noch nicht damit auf die Fresse gelegt hat. Hi! Viel Spaß! Ich bin die Nächste! Schönen Abend euch noch heute! Nee, Binny hat vorhin noch, oder gestern hat er gesagt, wenn ich auf einem Bike wirklich fahren lernen will, dann wäre das ein gutes Übungsobjekt. Ja, also wenn er auf das Ding fahren kann, dann kann er auf alles fahren. Super. Ich glaube mit dem, ja, sind wir gerade live. Hallo, ihr Süßen. Also schreibt ihr schon wieder. Ja, ja, ich mache irgendwas auf Zug, genau, ja, genau. Lieber was Grünes als Body, ja. Definitiv. Der Wodka. Ich hab mich auch lieb. Und der Wodka hat anders gescheppert vom Salon. Das ist mal ohne. Heute rein, oder? Also jetzt ohne zu mithören, ja, aber wir saufen heute noch ein, ja. Aber das ist ja das Dorn, ja. Ich verstehe die Frage gar nicht. Ja, okay. Wann haben wir aufgehört? Aber Altstädt ist immer ohne Alkohol, ja. Also wir ja, trinken ja. Nie was. Don't drink and drive. Was sagen Sie zu Ihrer Verteidigung? Saufen. Ja, genau deswegen! Du Depp! Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Kannst du dir den Kopf nicht damit einfahren? Also, was? Dir den Kopf damit nicht einfahren? Und wenn du fährst, vielleicht mal...
dann. Okay. Ey, wir sind gestern hier mit dem Herokan hier mit diesem Jeep da, ja? Ja. Ich weiß, ihr habt da Licht gegeben, damit der andere Vordermann fahren kann. Wir sind nicht gefahren mit der Karre. Wir haben alle hinten gesessen, ich habe bei zwei Fahrern gesessen, die Karre ist alleine gefahren. Es war kein Fahrersitz da, es war keiner auf dem Fahrersitz gesessen. Wir haben zweiten Gang reingemacht, dritten Gang reingemacht, haben die Karre gestartet und haben die Karre fahren lassen. Also, Alex hat es gerade perfekt gesagt, weil ich gerade eben noch gesagt habe, der Test ist... Unser Alex. Also, der Test war da drüben eben am Tanken. Es schreit gerade, die einen tanken, die anderen tanken. Prost. Wir montieren Reifen. Wir montieren Reifen. So, aber wir haben jetzt gespielt, haben wir's? Also wir versuchen so ungefähr drei Viertel am Start zu gehen, dass wir 18 Uhr noch Reifen drauf haben und 18 Uhr noch einen Burnout machen können. Also 18 Uhr dürfen wir nicht mehr fahren. Bis 18 Uhr dürfen wir fahren. Echt? Ja, genau. Ist jetzt noch, eine halbe Stunde. Wir versuchen drei Viertel am Start zu gehen, dass wir vielleicht 18 Uhr noch ein bisschen Gummi drauf haben und noch mal einen kleinen Burnout machen. Ja, Schätzelein, du hast noch gesagt, du nimmst mich noch mit. Bist du nicht mitgefahren? Nee. Hast du die falsche mitgenommen? Bist du nicht mitgefahren? Nee. Fuck. Wir haben eine halbe Stunde. Du gibst jetzt alles dahin. Du kommst jetzt mit. Jetzt. Was? Ich fahr kurz mit dir. Okay, also ich übernehme ab jetzt. Helm. Wie ihr seht, seht ihr Salan, wie er Reifen filmt. Das ist sehr, sehr, sehr spannend. Aber... Hallo? Ich gebe euch mal kurz weiter an Fabian. Fabi! Ich wollte noch fahren! Hey Fabi! Ich will noch fahren! Hier! Du darfst jetzt übernehmen. Wir brauchen Strom. Wir brauchen Strom. Also kurze Frage, wir haben jetzt noch so ungefähr 10 Minuten, ne? Sonst würde ich jetzt alles ausmachen, Leon. Von hat er die Frau oder wie? Dann gehe ich mal abchecken. Oder rufst du sie an oder wie? Und bist du zufrieden? Läuft? Ja, weniger. Gerade kriege ich nicht mal eine Runde hin. Ah, scheiße. Dann geht er entweder aus, hat entweder kein Sprit oder stinkt irgendwas. Aber schön warm. Ist sehr schön warm, das Ding. Hallo. Hallo. Wir warten auf Strom. Also die Freundin von Pada, die besorgt uns Strom. Ihr seid die Besten. Okay, bis gleich. Okay, also Leute, dann müssen wir den Livestream jetzt beenden. Aber so geil. Also dieses Mini-Moped, das macht schon übel Bock zu fahren. So, also, ja, leider, wie gesagt, wir haben jetzt noch 9%. Wir müssen leider ausmachen. Fahr runter. Oben speichern, dann gehst du unten, schreibst du bei mir in den Chat, Ausrufezeichen, SOFF, aber noch nicht Enter drücken. Wir machen, denke ich mal, nachher wieder an und probieren noch das ein oder andere.
Aber ihr seht selber, wir haben noch 8%. Wenn wir das jetzt laufen lassen, nachher geht was kaputt oder so, wäre schade. Wir machen alles aus. Wir hören uns später.